Der Tauchsport erlebt seit ein paar Jahren einen regelrechten Boom. Die Beweggründe, die so viele Menschen ins Wasser ziehen, können recht unterschiedlich sein. Rund 2/3 unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt. Und es gibt nichts Vergleichbares, über das die Menschheit so wenig Bescheid weiß. Riesige Landschaften unberührter Natur tun sich in den Unterwasserwelten auf. Und eines ist sicher. Einer der Hauptgründe, die den Tauchsport so faszinierend machen, ist die Abenteuerlust am Entdecken genau dieser Welten. Der Gang ins Wasser hat aber noch mehr zu bieten. Schnell lernt man nette Leute kennen und teilt das gemeinsame Interesse. Es findet sich genügend Gesprächsstoff über Technik und Erlebtes. So entsteht schnell ein neuer Freundeskreis. Und nicht selten plant man gemeinsam spannende Tauchreisen in ferne Länder. Tauchen ist ein aktiver Sport, der Adrenalin mit Gelassenheit vereint. Unzählige Herausforderungen kann man annehmen, die Planung, Konzentration und ein stetiges Maß an Übung erfordern. An vielen unserer heimischen Gewässer haben sich Tauchclubs organisiert, denn es muss ja nicht immer die farbenprächtige Tierwelt der Karibik sein, die einen ins Wasser lockt. Auch im Süßwasser gibt es vieles zu entdecken. Und mit Sicherheit ist es sehr entspannend, nach einem stressigen Arbeitstag den Frieden der Unterwasserwelt zu genießen. Wer sich dem Tauchsport einmal hingegeben hat, wird sich ihm nie wieder entziehen können. Je nach Ausbildungsstand kann man bis auf 30 Meter Tiefe abtauchen, Riffe und Wracks erkunden, wildlebende Tiere hautnah erleben und auf Fotos oder Video festhalten. Die Technik und das Wissen um den Umgang damit öffnen ein Tor zu einem fesselnden Sport, der über das ganze Jahr hinweg ausgeübt werden kann. Die ersten Schritte in das neue Abenteuer sind das Aufsuchen eines Fachgeschäftes und die Anmeldung zu einem Tauchkurs. Das erfolgreiche Absolvieren eines solchen Lehrganges ist die Grundvoraussetzung, um diesen Sport ausüben zu können. Die Fähigkeiten und das Wissen, welches man dabei erwirbt, sind lebenswichtig, um sich unter Wasser mit möglichst geringem Risiko frei bewegen zu können. Außerdem wird kein guter Händler einer Person die Pressluftflasche füllen, die nicht über ein Brevet verfügt. Wer zum ersten Mal einen solchen Laden betritt, wird von den Eindrücken der zahlreichen Ausrüstungsgegenstände förmlich erschlagen. Nicht selten lässt ein Blick auf die Preise Skepsis aufkommen, ob dieses Hobby auf Dauer finanzierbar ist. Doch Tauchen ist nicht nur etwas für Besserverdienende. Zu Beginn reicht es auch völlig aus, wenn man mit Leihgerät abtaucht. Natürlich wächst mit jedem Tauchgang der Wunsch nach eigenem Equipment. Völlig verständlich, denn auf Dauer ist dies auch die günstigere Lösung. Eigenes Gerät muss aber kein Vermögen kosten. Für den Anfang tut es auch ausgemustertes und selbstverständlich gechecktes Schulungsgerät, welches nicht selten zu Schnäppchenpreisen weitergereicht wird. Im Grunde ist alles wie beim Autofahren. Mit einem Trabant kommt man genauso ans Ziel wie mit einem dicken Daimler. Den Luxus, den man sich dabei gönnt, bestimmt jeder letztlich selbst. Und genauso ist es auch bei der Tauchausstattung. Mit der Anmeldung werden alle förmlichen Details geklärt. Hierzu zählt auch eine Erklärung zum Gesundheitszustand. Was man dort einträgt, wird selbstverständlich vertraulich behandelt und dient zur Absicherung beider Seiten. Noch besser ist es, von vornherein ein ärztliches Attest vorzulegen, welches die Tauglichkeit zum Tauchen bescheinigt. Um den Tauchsport auszuüben, muss man allerdings kein Athlet sein. Gesund zu sein ist aber Grundvoraussetzung. Die meisten betrachten den Tauchkurs als Herausforderung. Und bereits nach einer Woche kann man sein Brevet in Händen halten. Völlig mühelos erreicht man dieses Ziel zwar nicht,
Doch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit ist man in der Lage, alles zu lernen, um die Unterwasserwelt erkunden zu können. Dass dabei eine gehörige Portion Spaß mit im Spiel ist, bräuchte eigentlich nicht erwähnt werden, denn der Lehrgang selbst ist schon sehr spannend. Täglich trifft man sich und für einen kurzen Zeitraum dreht sich alles um einen herum, nur um eines, das Tauchen. Der erste Termin rückt näher und zu der steigenden Spannung, welche der erste Gang ins Wasser mit sich bringt, gesellt sich die notwendige Einkleidung hinzu. In aller Ruhe und mit ersten anschaulichen Informationen werden alle Kursteilnehmer mit dem erforderlichen Gerät bekannt gemacht. Alle Fertigkeiten und Kenntnisse erlernt man in einer bestimmten Reihenfolge. Mit der Ankleidung beginnt der erste Tag, denn schließlich muss alles passen und jeder Kursteilnehmer sollte mit einer kompletten Ausstattung den Weg ins Freibad finden. Damit das Einkleiden nicht unnötig viel Zeit in Anspruch nimmt, wird von der Tauchschule im Vorfeld vieles schon vorbereitet, wie zum Beispiel das Heraussuchen der Kleidungsstücke in den entsprechenden Konfektionsgrößen. Die gemeinsame Fahrt zum Freibad sollte bereits verdeutlichen, was Tauchen bedeutet. Es ist kein Sport für Einzelkämpfer. Die Geselligkeit und das Planen für einen perfekten Ablauf zeigen bereits den wahren Wert, der dahinter steckt. Zu einem reibungslosen Ablauf gehört das Wohl aller Beteiligten. Der Leitspruch, jeder ist sich selbst der Nächste, ist hier völlig fehl am Platz. Jeder ist nicht nur für sich, sondern auch für seine Tauchpartner verantwortlich. Begleitend zum Lehrgang gibt es noch reichlich Lesestoff. Im Selbststudium und in einer leicht verständlichen Schreibe muss sich jeder das theoretische Wissen aneignen. Natürlich kann man jederzeit Fragen stellen, falls man etwas nicht verstanden hat. Doch das eigenständige Aneignen von Fachwissen wird vorausgesetzt, um den Kurs in so kurzer Zeit abschließen zu können. Dass die Ausbildung in einem Schwimmbad beginnt, hat mehrere Vorteile. Hauptsächlich sind es das klare und flache Wasser, welches das Vermitteln von Fertigkeiten vereinfacht. Und der Aspekt der Sicherheit, der hier einfacher umzusetzen ist. Um Diver zu werden, muss man über grundlegende Schwimmfähigkeiten verfügen und sich einfach in dem Element Wasser wohlfühlen. Daher ist die erste Übung schlicht und ergreifend auch Schwimmen. Ob man ein Schwimmabzeichen besitzt, interessiert hier aber niemanden. Der Tauchlehrer will sich lediglich vergewissern, wie man sich im Wasser bewegt und sich ein Bild von den Fähigkeiten machen. Es wird nichts Spektakuläres von einem verlangt. Neben dem entspannten Schwimmen einer 200-Meter-Bahn muss man sich noch 10 Minuten lang regungslos treiben lassen. Diese Übungen lassen die grundlegenden Schwimmfähigkeiten erkennen und nehmen den Kursteilnehmern etwas von der Anspannung. Im nächsten Schritt gilt es, sich mit der Tauchausrüstung vertraut zu machen. Es ist wichtig, den Nutzen eines jeden Gegenstandes zu kennen und dessen Anwendung blind zu beherrschen. Zunächst einmal geht es darum, sich an den Tauchanzug zu gewöhnen und die Bedeutung des Tarierjackets kennenzulernen. Dass Flossen, Schnorchel und Brille dabei nicht fehlen, gehört ebenfalls zu diesem Kennenlernprogramm. Doch bis zum ersten Abtauchen mit Pressluft dauert es noch ein wenig. Die neu gewonnenen Eindrücke müssen erst verarbeitet werden und es gilt, sich zunächst einmal an die neue Bekleidung zu gewöhnen. Es ist gar nicht so einfach, in den Anzug zu schlüpfen. Deshalb bietet es sich für Neulinge an, sich die Gleitfähigkeit des Wassers zunutze zu machen. Sich beim Ankleiden behilflich zu sein, ist oberstes Gebot. Sehr verehrte Badegäste, da die allgemeine Badezeit in 15 Minuten beendet ist, bitten wir Sie, die Umkleidekabinen aufzusuchen. Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zu dem Neopren-Tauchanzug gehören noch Füßlinge. Beide Kleidungsstücke schützen vor Kälte und beugen Verletzungen vor. Beispielsweise, wenn man unbeabsichtigt zu dicht an Felsen vorbeitaucht.
Nach dem Anlegen des Tarierjackets sind alle Teilnehmer für weitere Instruktionen bereit und man findet sich zur Besprechung am Beckenrand ein. Betrachten Sie alle Schwimmbadübungen als Simulation der Anwendung bei Freiwassertauchgängen. Genau. Wer von den Mädels Nahgummi hat, sollte es nutzen. Okay. In der Masse habt ihr da reingespuckt, weil das ist wichtig, damit ihr gleich nicht bedeckt. Und zwar bevor die nass gemacht wird. Es gibt zwei Plätze, wo die Maske hingehört. Oder eigentlich drei. Entweder in der Tauchtasche. Und dann braucht man. Dann gehört sie entweder. Man sollte versuchen, für viele Dinge Gewohnheiten zu entwickeln, auch wenn sie im Schwimmbad nicht notwendig sind. Beispielsweise legt man die Pressluftflasche immer hin. Im Freibad kann zwar kaum etwas passieren, aber auf einem schaukelnden Tauchboot schon. Unbeaufsichtigt stehende Flaschen können umfallen und somit sogar zu Verletzungen führen. Antrainierte Verhaltensmuster beugen solchen Pannen vor. Im Wasser sind, besteht kein Grund mehr dafür, die Maske, außer ich sage es, abzunehmen. Ja, weil ich sehe jetzt damit genauso wie ohne. Ich kann sie nicht verlieren. Im Gegenteil, ich kann jetzt auch sogar noch richtig sehen, wenn mal Wasser ins Gesicht kommt. Also ruhig auf die Nase lassen. Gut. Jacket. Warum haben wir jetzt ein Jacket an, obwohl wir das eigentlich gar nicht brauchen? Ganz einfach, auch hiermit können wir jetzt schon Auftrieb herstellen. Ihr habt zwar noch kein Blei, ihr habt jetzt jede Menge Auftrieb, aber wir sollen doch erstmal die Technik lernen. Wie kriege ich hier Luft rein, ohne dass ich eine Luftflasche hinten drauf habe? Prinzip ganz einfach. Ich kann hier per Mund Luft reinblasen. Dafür muss ich tief Luft holen. Mein Mund umschließt dieses Mundstück hier und ich fange an zu pusten. Und in dem Moment, wo ich puste, drücke ich den Auslassknopf. Ja, damit öffne ich nämlich das System. Mache ich den Einlassknopf, passiert nichts. Auslassknopf, ich mache das mal vor. Am besten ist immer, ihr schaut immer erstmal und macht dann nach, wenn ich sage, okay? Das Mindestalter für die Brevetierung als Gerätetaucher liegt bei 12 Jahren. Setzt dann aber das Tauchen in Begleitung einer erwachsenen Person voraus. Merkt ihr? Die Brevetierung zum Open Water Diver kann man erst mit 15 Jahren erlangen. Rein theoretisch muss ein Gerätetaucher nicht schwimmen können. Zum einen, weil er sich unter und nicht über Wasser bewegen will. Zum anderen, da sein Tarierjacket den nötigen Auftrieb schaffen kann, um sich auch an der Oberfläche bewegen zu können. Okay, jeder kriegt Luft rein. Wenn ihr wieder Luft rauslassen wollt, müsst ihr euch angewöhnen, diesen Schlauch nach oben zu halten. Nehmt eure linke Hand, egal ob ihr links oder rechtshänder seid. Eure linke Hand geht immer zum Inflator. Und dann lasst ihr die Luft mal raus. Nach oben halten, Luft rauslassen. Und wieder auf. Okay, jetzt habt ihr Auftrieb, wenn wir jetzt im Wasser gehen, können wir schon mal nicht absaugen. Riesenvorteil, oder? Gut, dann setzt noch eure Maske mal auf. Nach dem Briefing geht es fast vollständig bestückt ins Wasser. Dabei werden noch praktische Tipps vermittelt, die hilfreich im Umgang mit dem Gerät sind. Damit die Maske im Wasser nicht beschlägt, spuckt man auf die Innenflächen der Gläser und verreibt den Speichel. Danach spült man sie einfach mit Wasser aus. Nun hat man einen guten Schutz, der das Beschlagen der Gläser verhindert. Bevor Sie Fertigkeiten üben können, wird der Instructor alles demonstrieren. Achten Sie immer auf Details, insbesondere auf jene, die besonders betont oder etwas übertrieben dargestellt werden. So, und jetzt ist dieses Band meistens sehr eng. Wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann kann ich das Band ziehen, auf beiden Seiten. Ist das in einer weiten Stellung. Wenn ich jetzt gleich reingehe, kann ich einfach hier wieder auf beiden Seiten möglichst gleichmäßig das Fersenband anziehen. Das Fersenband muss aber wirklich über der Ferse sein, weil sonst rutscht es wieder nach unten. Und wenn ich das einmal richtig eingestellt habe, habe ich bei der Flosse den Vorteil, ich brauche nachher nur noch hier öffnen, gehe mit dem Fuß raus und wenn ich später rein will, brauche ich nichts mehr verstellen, sondern ziehe das über die Ferse und schließe das Ganze. Das ist der Vorteil dieser Flossenart.
bei anderen Flossen, wie zum Beispiel sowas hier, habe ich nur einen normalen Klickverschluss. Das heißt, man kann es, nämlich diese beiden spitzen Dinger hier zusammendrücken, kann ich das Ganze öffnen. Brauche ich aber nicht. Ich schließe das auf und ziehe auch, wenn die Bänder in einer anderen Stellung sind als normal, ziehe ich die in die äußerste Stellung. Das heißt, hier draufdrücken, auch wieder auf beiden Seiten ziehen, sodass ich auch hier, wenn Fuß rein kann, Fersenband über die Ferse und beide gleichzeitig anziehen. Wenn ich hier raus will, öffne ich nur eine Seite. Ja, wenn ihr beide Seiten öffnet, sind die Dinger weg. Ich sag's nur. Ja, aber wenn du so ein Booteinstieg machst und unter dir ist 40 Meter, 50 Meter, ist schwierig. Zieh das Fersenband über die Ferse und kann jetzt das Fersenband auf beiden Seiten anziehen. Und glaub mir, ich bin kein besonders gymnastischer Mensch. Ja, wenn das angezogen ist, Wechsel. Richtig abstützen, also richtig halten, nicht so ganz vorsichtig, so mit einem Fingerchen oder so. Wenn einer anfängt zu schwanken, nimmt man den nicht mehr. Also richtig festhalten. Wieder gucken, dass die Flosse richtig eingestellt ist. Fersenband über die Ferse. Und beide Seiten möglichst gleichmäßig anziehen. Seht ihr das hier hin? Richtig über die Ferse. Und dann der andere. Ihr zwei. Es gibt keinen Rechts oder Links. Während eines solchen Kurses kommen einem oftmals Fragen in den Sinn, die auf den ersten Blick vielleicht banal erscheinen. Es gibt aber keine dummen Fragen. Und bevor man etwas nicht versteht, sollte besser das Wort an den Lehrer gerichtet werden. Um den Aufenthalt im Wasser richtig genießen zu können, gehört körperliches Wohlbefinden dazu. Da Tauchen ein aktiver Sport ist, macht es mehr Sinn, ausgeruht und nicht mit leerem Magen ins Wasser zu gehen. Fühlt man sich aus irgendwelchen Gründen unwohl, sollte ein Tauchgang lieber verschoben werden. Bei den nächsten Übungen geht es darum, ein Gefühl für die Kleidung zu bekommen und sich damit richtig bewegen zu können. Außerdem wird das Elementarste beim Tauchen demonstriert: der Auftrieb. Warum schwimmt ein Öltanker und ein kleiner Nagel geht unter? Beide sind aus Stahl. Doch die Antwort ist ganz einfach. Der Rumpf des Schiffes ist so geformt, dass viel Wasser verdrängt wird. Würde man dieses Schiff zu einem riesigen Nagel umformen, so würde es sofort sinken. Ob ein Objekt schwimmt, hängt also vom Gewicht und von seinem Volumen ab. Mathematisch ausgedrückt lautet das Prinzip: ein in Wasser getauchtes Objekt erfährt einen Auftrieb mit einer Kraft, die so groß ist wie das Gewicht der verdrängten Wassermenge. Was nichts anderes bedeutet, als dass ein Objekt dann schwimmt, wenn das Gewicht der verdrängten Wassermenge größer ist als das Gewicht des Objektes. Der Taucher kontrolliert seinen Auftrieb mit zwei Ausrüstungsgegenständen. Dabei handelt es sich um Bleigewichte und das Tarierjacket. In das Jacket füllt man Luft, das Volumen erhöht sich und man erfährt Auftrieb. Oder man lässt die Luft ab, das Volumen verringert sich und sofort nimmt der Auftrieb ab und man beginnt zu sinken. Das Blei, welches von den Tauchschülern jetzt noch nicht verwendet wird, dient zur Anpassung des Eigengewichtes an die Kleidung. Der Tauchanzug und das Jacket haben einen eigenen Auftrieb, der durch Blei ausgeglichen wird. Dies nennt man Tarierung. Ein Körper, der schwimmt, ist positiv tariert, einer, der sinkt, negativ. Schwebt ein Körper, egal in welcher Wassertiefe, so ist die Tarierung neutral. Der Auftrieb wird aber nicht allein durch Blei und Jacket bestimmt, sondern auch durch die eigene Atmung. Beim Ausatmen verringert sich das Lungenvolumen, also wird weniger Wasser verdrängt und der Auftrieb verringert sich. Beim Einatmen erhöht sich das Lungenvolumen wieder und somit auch die Wasserverdrängung, was wiederum mehr Auftrieb zur Folge hat. Die Feinanpassung der Tarierung übernimmt die Atmung. Spätestens bei den ersten Übungen mit der Pressluftflasche verdeutlicht man sich die Auswirkung des Atmens auf den Auftrieb. Und jetzt versuche ich also, die Bewegung der Flosse in Vortrieb umzusetzen. Das geht am besten mit gestreckten Beinen. Wenn ihr die Knie anzieht, ja, sprich Fahrradfahrt, so,
Man kommt hier kaum vorwärts, weil womit macht ihr jetzt Vortrieb? Es geht nicht. Ihr müsst mit gestreckten Beinen arbeiten. Versucht das mal wieder eine Bahn mit Schnorchel und Maske im Mund richtig flossenschlag. Gestrecktes Bein, die Füße unter Wasser lassen und mehr nach unten arbeiten als nach oben, weil oben ist nur Luft. Um möglichst neutral tariert zu sein, also praktisch schwerelos zu schweben, will das richtige Atmen gelernt sein. Ob man tiefer oder flacher atmet, ist reine Übungssache und kann von jedem erlernt werden. Auch das möglichst anstrengungsfreie Bewegen im Wasser muss erst geübt werden. Dabei dienen die Tauchflossen quasi als Paddel und die Beine als antreibender Motor. Damit die Paddel effektiv arbeiten können, müssen sich die Beine in gestreckter Form bewegen. Mit angezogenen Knien bewirkt man kein gutes Vorankommen. Und übermäßig anstrengend ist es obendrein. Das Schwimmen an der Oberfläche ist kraftaufwendiger als beim Tauchen, da sich der Widerstand der Wasseroberfläche bemerkbar macht. Diese Übung, die wir jetzt machen werden, nennt sich Bobbing-Methode. Mit der Bobbing-Methode kann ich mir jederzeit auch Übung schaffen. Ihr schaut einmal zu, wie ich die mache, und danach dürft ihr euch loslassen, aufnehmen. Ja, aber erstmal zuschauen. Das heißt, ich sorge jetzt erstmal für Abzug. Ich lasse nämlich die ganze Luft aus meinem Becken raus. Ihr seht schon, ich gehe ein bisschen runter. So, und jetzt nicht wie wild schnappen und oben zu bleiben, das kostet immer ein bisschen Kraft. Sondern ich mache jetzt einen Hampelmann-Schlag. Erst Fuß, dann drücke. Weil wenn ich zu früh drücke, geht die Luft nicht reingepustet, hat es natürlich schon wieder raus. Ja, ich mache das mal vor. Also ich gehe jetzt praktisch runter. Ja, zwei, drei Mal habe ich eigentlich schon unten auf. Wichtig bei der Übung, dass ich nicht die Wildschnappe. Das kostet unnötig Kraft. Nachdem sich alle Teilnehmer genug ausgestrampelt und die ersten Eindrücke des Auftriebs kennengelernt haben, sollte die nächste Übung vermitteln, sich Auftrieb mit dem Jacket zu verschaffen, ohne auf die Luft in der Flasche zurückgreifen zu müssen, also nur mit dem Mund über die Atemwege. An dieser Stelle setzt das eigentliche Entwickeln eines Feingefühls für das Tarieren ein. Bereits nach ein paar Minuten wurde das Ganze in Verbindung mit dem Blei erweitert. Viele Tarierjackets haben Taschen für die Aufnahme solcher Gewichte. Es gibt aber auch Modelle ohne diese Vorrichtungen. Bei letzteren verwendet man herkömmliche Bleigürtel, die einfach um die Hüfte geschnallt werden. Die notwendige Bleimenge ist bei jedem Taucher unterschiedlich und auch eine Erfahrungsfrage. Folgt mir mal rückwärts laufend. Nehmt ihr mal ein Kilo Stücke mit, Thorsten und Ariane. Luft holen. Und jetzt tief ausatmen. Ganz tief ausatmen. So tief du kannst. Noch tiefer. Luft. Ja, die Luft, wenn sie atmen, nicht aus. Das war nicht ausatmen. Nochmal ausatmen. Tief ausatmen. Bitte? Tief ausatmen. Komm. Ein geübter Taucher wird mit sehr viel weniger Blei auskommen als ein Einsteiger. Dies ergibt sich allein schon aus einer wesentlich geschulteren Atmung. Mit luftentleertem Jacket wird ermittelt, wie viel Blei der Tauchschüler benötigt. Sandra, zu mir. Jetzt bläst du mal wieder ein bisschen dein Jacket auf. Du musst doch gleich mit dir Auto fahren, dann mach das prima. Okay, es geht los und kräftig ausatmen. In dem Moment, wo er beim Absinken ausatmet und somit die Lungen entleert, muss das Gewicht für einen negativen Auftrieb sorgen. Ist dies nicht der Fall, beschwert er sich einfach mit einem weiteren Blei. Die Tauchschüler dieses Lehrganges hatten das besondere Vergnügen, Erfahrungen in einem Wellenbad zu sammeln. Sich an ruhiger Wasseroberfläche zu bewegen, ist etwas völlig anderes, als dies bei Wellengang zu bewerkstelligen. Dem Feeling, sich im Meerwasser aufzuhalten, kommt dies schon recht nahe. Ja.
Übung habe die Maske auf und den Schnorchel im Mund. Später machen wir das mit Lungenautomaten. Da haben wir die Lungenautomaten die ganze Zeit. Geht immer Stufe für Stufe, nicht zwei gleichzeitig oder so. Ja? Stufe für Stufe für Stufe. Oben angekommen. Lasst euch helfen in die Flossen. An den wenigsten Tauchplätzen kann man einfach ins Wasser hineinlaufen. Vor allem Tauchgänge im Meer finden häufig von einem Boot aus statt. Es gibt unterschiedliche Methoden für den Einstieg ins Wasser. Die häufigste ist der Sprung. Um sich damit vertraut zu machen, wird diese Übung zunächst ohne Pressluftflasche vollzogen. Dabei wird das Mundstück vom Schnorchel und die Maske mit der linken Hand fixiert. Ansonsten würde man beides beim Auftreffen im Wasser verlieren. Der Blick ist nach vorn gerichtet und nach einem weiten Schritt findet man sich auch schon im Wasser wieder. Diese Übung sorgt bei vielen für etwas Unbehagen. Völlig grundlos. Denn richtig ausgeführt ist der Einstieg absolut risikolos. Der spannende Augenblick ist gekommen. Gemeinsam wird das Equipment für den ersten richtigen Tauchgang vorbereitet und das Jacket samt Flasche angelegt. So, die Begurtung alle öffnen. Die gegenseitige Hilfestellung ist keine Ausnahme, sondern sollte die Regel sein. Anschließend wird ein Check ausgeführt, um sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat. Insbesondere werden das Tarierjacket und die Funktion der Lungenautomaten kontrolliert und ob das Flaschenventil geöffnet ist. Dann werden das Blei und die Verschlüsse gecheckt. Ist alles in Ordnung, erfolgt die gleiche Kontrolle beim Partner. Vier Augen sehen immer mehr als zwei. Der Oktopus ist die alternative Luftversorgung. Es ist ein zweiter Lungenautomat, der nicht nur der eigenen Sicherheit dient. Sollte einmal ein Automat ausfallen oder jemandem die Luft ausgehen, so rettet die alternative Versorgung durchaus Leben. Die letzten Vorbereitungen zum ersten Tauchgang werden im Wasser getroffen. Man hilft sich gegenseitig beim Anziehen der Flossen und sorgt dafür, dass die Maske nicht beschlägt. Noch ist die gesamte Ausrüstung eher eine gewichtige Last, die kaum den Eindruck der Schwerelosigkeit aufkommen lässt. Doch das wird sich bald ändern. Bevor man den Kopf zum Atmen unter Wasser hält, wird noch einmal der Funktionscheck an der Oberfläche durchgeführt und das Atmen durch den Automaten geübt. Es ist etwas ungewohnt, ja sogar etwas anstrengender als das freie Atmen an der Luft. Doch dieses Gefühl ändert sich schnell und man gewöhnt sich an den Automaten. Das erste Empfinden, unter Wasser Luft zu holen, vergisst niemand. Es ist ein großartiges Gefühl und kaum in Worte zu fassen. Der Begriff Freiheit kommt dem wohl am ehesten nahe. Unter Wasser muss man sich verständigen können. Der einfachste Weg, sich ohne ein gesprochenes Wort mitzuteilen, ist die Kommunikation mittels Zeichensprache. Das Wackeln mit der Hand signalisiert zum Beispiel, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und so gibt es zahlreiche Bewegungen, die ausdrücken, was man mitteilen möchte. Diese müssen erlernt und in wiederholten Übungen angewendet werden. Beim Tauchen kommt es immer wieder vor, dass Wasser in die Maske eindringt. Keine große Sache, denn mit etwas Übung kann man das Wasser einfach wieder ausblasen. Hierzu presst man den oberen Rand der Maske fest gegen die Stirn. Dann neigt man den Kopf langsam in Richtung Oberfläche nach hinten und atmet gleichzeitig durch die Nase aus. Die Luft wird das Wasser seitlich am Rand der Maske hinausdrängen. Falls das Ausblasen nicht auf Anhieb gelingt,
einfach mit einem weiteren Atemzug erneut probieren. Bei der Übung wird das Eindringen des Wassers herbeigeführt, indem man die Maske etwas von der Haut zieht und so im Sitz lässt. Für diese erste Übung unter Wasser wird sich der Tauchlehrer ausreichend Zeit nehmen, bis alle Teilnehmer durchgecheckt sind und völlig entspannt den Anweisungen folgen können. Mit den Händen signalisiert er, dass die Tauchschüler warten sollen, bis alle bereit sind. Dann gibt er das Signal, dass ihn alle aufmerksam beobachten sollen. Sobald alle konzentriert bei der Sache sind, folgt anschließend das OK-Zeichen. Mit einem weiteren Handzeichen fordert er die Teilnehmer auf, sich an den Händen zu fassen. Auch akustisch kann man sich unter Wasser verständigen. Durch Klopfgeräusche, die deutlich hörbar sind, lenkt er die Aufmerksamkeit auf sich. In seine Maske ist Wasser eingedrungen und anschaulich demonstriert er das Ausblasen. Bevor auch die Schüler diese Übung ausführen, geht er noch einen Schritt weiter und nimmt die Maske ganz ab. Es ist wichtig, mit dieser Situation klarzukommen, denn es kann auch vorkommen, dass man die Maske beim Tauchen verliert. Ein Taucher muss in der Lage sein, sein Gerät jederzeit unter Wasser zu beherrschen. Das Ablegen und Aufsetzen mit anschließendem Ausblasen der Maske gehört genauso dazu wie das Ab- und erneute Anlegen des Jackets. Dies wird in einer weiteren Übung erlernt. Wenn man erst einmal einige Meter abgetaucht ist, muss man sich auf sein Gerät und auf das des Partners verlassen können. In einem Notfall ist Panik völlig fehl am Platz und darum ist es so wichtig, dass man den Umgang mit seinen Gerätschaften trainiert, bis alles in Gewohnheit übergeht. Dem einfachen Entschwinden, wenn auch hier in die eher geringe Tiefe, stellt sich noch eine weitere Hürde in den Weg. Abtauchen ohne Druckausgleich ist ohne Schmerzen und das Herbeiführen eines Barotraumas kaum möglich. Die Ursache ist in den luftgefüllten Hohlräumen der Ohren zu finden. Diese reagieren sehr empfindlich auf zunehmenden Druck. Es gibt viele Menschen, die gerne tauchen möchten, aber der Meinung sind, sie wären dafür nicht geeignet, weil sie beim Schnorcheln die Erfahrung gemacht haben, dass beim Abtauchen die Schmerzen in den Ohren zunehmen. Doch sie haben lediglich nicht gelernt, einen Druckausgleich durchzuführen. Man hält sich einfach die Nase zu und versucht, mit geschlossenem Mund auszuatmen. Aber auch einfaches Schlucken oder das Hin- und Herbewegen des Kiefers bei zugehaltener Nase kann Abhilfe schaffen. Auf diese Weise wird die Luft in die Ohren und Nebenhöhlen geleitet und der Druckausgleich war erfolgreich. Beim Abtauchen führt man den Druckausgleich nach jedem Meter aus, und zwar bevor Beschwerden auftreten. Das Wiedererlangen des Lungenautomaten ist eine weitere Übung. Mit einem Griff hinter dem Kopf findet man die Stelle, wo der Schlauch an der ersten Stufe festgeschraubt ist. Mit der Hand folgt man diesem, bis man die zweite Stufe wiedergefunden hat. Da sich in einer solchen Situation der Automat mit Wasser füllt, ist eine weitere Übung erforderlich: das Ausblasen des Lungenautomaten. Hierzu gibt es zwei Methoden. Zum einen das Ausatmen in den Automaten. Dabei verdrängt die Atemluft das Wasser durch das Auslassventil. Sollte man aber nicht mehr genügend Luft zum Ausatmen haben, verwendet man einfach das Ausblasen über die Luftdusche.
Dazu nimmt man den Automaten in den Mund und sperrt die Öffnung des Mundstücks, indem man die Zunge dagegen presst. So vermeidet man, dass einem Wasser in den Mund geblasen wird und man sich daran verschluckt, sobald die Luftdusche betätigt wird. Die Luftdusche ist übrigens der große Knopf auf dem Automaten. Nachdem der Einstieg ohne Flasche von allen Teilnehmern bereits erfolgreich absolviert wurde, liegt es nahe, dass man das Ganze auch in voller Montur übt. Dass dabei eine schwere Flasche auf den Rücken geschnallt ist, erschwert den Sprung aber nicht wesentlich. Die Vorgehensweise bleibt so ziemlich die gleiche. Anstelle des Schnorchels hält man den Lungenautomaten und die Maske mit einer Hand fest und richtet seinen Blick nach vorne. Mit einem großen Schritt ist der Einstieg vollbracht. Eine Woche lang trifft man sich täglich, um alle Übungen zu wiederholen. Diese Zeit reicht vollkommen aus, um die Grundfertigkeiten zu erlernen und das Brevet zu erlangen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man dann auch ein guter Taucher ist. Nach dem erfolgreichen Absolvieren dieser Zeit ist es besonders wichtig, in Übung zu bleiben. Mit jedem Tauchgang steigt die Erfahrung und die Sicherheit im Umgang mit dem Gerät. Die Praxis macht einen guten Taucher aus. Und mit Sicherheit ist die Tauchschule, in der man den Kurs absolviert hat, die beste Ausgangsbasis, um seine Fähigkeiten zu erweitern. Egal, ob man den Anschluss an aktive Taucher sucht oder weitere Kurse belegen möchte, um sein Können weiter auszubauen. In der Tauchschule findet man Antworten auf solche Fragen. Die Zeit des Lehrganges verstreicht wie im Fluge. Und mit viel Spaß und jeder Menge Praxis fiebern alle Teilnehmer dem ersten Freiwassertauchgang entgegen. Doch bevor es soweit ist, gilt es, noch einiges zu lernen. Um das Okay des Tauchlehrers zu bekommen, muss man ihm erst einmal beweisen, dass man alle Übungen beherrscht. Mogeln geht nicht und Drückeberger haben keine Chance, das Ziel zu erreichen. Es besteht auch kein Grund, sich den Übungen entziehen zu wollen. Nicht jeder Mensch ist gleich, aber in dieser Runde, wo alle das gleiche Ziel haben, wird man Verständnis dafür aufbringen, falls jemand mehr Zeit als andere benötigt, um Wissen zu erlangen und dies in die Praxis umsetzen zu können. Mit viel Ruhe und Gelassenheit wird alles mehrfach wiederholt, bis auch die schwächsten Teilnehmer in ihrer Stärke wachsen und die notwendige Selbstsicherheit erlangen. Aus den Augen verlieren darf man dabei aber nicht, das Selbststudium ebenso gewissenhaft weiterzuführen. Denn am Ende steht die theoretische Prüfung an, die es selbstverständlich auch zu bestehen gilt. Es zwingt einen keiner zu lernen, denn schließlich ist es eine persönliche Entscheidung, wie ernst man die ganze Sache nimmt und was man daraus machen möchte. Im praktischen Teil dieses Kurses wird man noch viel mehr Fertigkeiten erlernen, als es dieser Film vermitteln kann. Hierzu zählen insbesondere Kriterien und Merkmale zur Auswahl und Kauf von Tauchgeräten, Informationen zum Gebrauch und deren Pflege. Man erlernt die Montage der Ausrüstung und deren Einstellen und Anlegen. Es dreht sich aber nicht alles nur um den technischen Teil, denn Tauchen bedeutet, sich an die Unterwasserwelt anzupassen. An der Oberfläche kann man wie gewohnt hören, sehen, riechen und sich fortbewegen
Unter Wasser jedoch befindet man sich in einer vollkommen anderen Welt. Da Wasser etwa 800 Mal dichter ist als Luft, verhalten sich Licht, Ton und Temperatur anders, als wir es gewohnt sind. Bedingt durch die Lichtbrechung im Wasser erscheinen Objekte etwa 25% größer oder näher. Das ist abhängig vom jeweiligen Blickwinkel. Mit zunehmender Tiefe werden Farben absorbiert. Zunächst rot, dann orange und gelb, wobei grün und blau bestehen bleiben. Außerdem leitet Wasser die Körperwärme etwa 20 Mal schneller ab als Luft. Was bedeutet, dass man im Wasser viel schneller auskühlt. In dem Kurs wird man lernen, diese Zusammenhänge zu begreifen, die neuen Empfindungen zu verstehen und sich vor dem Wärmeverlust zu schützen. Es wird einem beigebracht, wie man sich im Wasser zu bewegen hat, was effektives Atmen bedeutet und wie man Überanstrengung vermeidet. Bedenken sollte man auch, dass man sich als Gast in dieser fremden Welt aufhält und sich in einer empfindlichen Umgebung bewegt. Ein ernsthafter Taucher beabsichtigt nicht, das Unterwasserleben zu stören oder gar zu beschädigen. Achtet man beispielsweise auf eine neutrale Tarierung, so vermeidet man das unnötige über Grund oder entlang eines Riffes entlangschrammen, was auch zu Zerstörungen durch die Flossen führen kann. Man sollte sich mit den Augen erfreuen und genügend Abstand zu den schönen Dingen halten. Man befindet sich hier in einer Wildnis und nicht im Streichelzoo und sollte es generell vermeiden, Lebewesen zu berühren. Auch wenn man sich selbst sicher fühlt, so bedeutet das noch lange nicht, dass die Umgebung sicher vor dem Taucher ist. Wasser ist ein Lebensraum, den man zu verstehen lernen muss. An der Luft zum Beispiel bildet die Thermik verschiedene Temperaturschichten. In der Regel wird Luft mit zunehmender Höhe kälter. Unter Wasser verhält sich dies ähnlich und mit zunehmender Tiefe wird es spürbar kälter. Im Wasser bezeichnet man starke Temperaturunterschiede als Sprungschicht. Diese können so deutlich sein, dass man in der einen warmen Schicht schwimmt und eine Armlänge weiter unten weitaus niedrigere Temperaturen herrschen. Die Wassertemperaturen, aber auch das einfallende Sonnenlicht, beeinflussen die Entstehung von Schwebstoffen. Diese wiederum machen die Sichtweite unter Wasser aus. Sie kann von wenigen Zentimetern bis über 50 Meter reichen. Nicht immer ist es möglich, in klarem Wasser zu tauchen, was aber noch lange nicht bedeutet, dass man im Trüben keinen Spaß an der Sache empfindet. Zum Abschluss des praktischen Lehrganges im Freibad zeigt der Instructor das Austarieren mit dem Jacket in Kombination mit der richtigen Atemtechnik. Über den Inflator gibt er so viel Luft ins Jacket, bis er durch das alleinige Ein- und Ausatmen neutralen Auftrieb erlangt und quasi im Wasser schwebt. Deutlich erkennt man, wie der Körper mit zunehmender Beigabe von Luft in das Jacket leichter wird. Nun bestimmt alleine die Atmung über den Auftrieb des Körpers. Mit nur wenig Übung beherrschen schnell alle Tauchschüler diese Fertigkeit. Und mit den wesentlichen Eindrücken in den praktischen Teil dieses Kurses findet dieses Kapitel ein Ende. Tauchen ist wie Fahrradfahren. Einmal gelernt, vergisst man das Grundlegende nie wieder. Doch zum Profi ist es noch ein weiter Weg, den es sich zu gehen lohnt. Halten Sie sich fit, gehen Sie regelmäßig tauchen und pflegen Sie Kontakt zu Gleichgesinnten. Dann wird aus diesem Lehrgang eine Passion für das ganze Leben. Springen Sie über Ihren eigenen Schatten und wagen Sie den kleinen Schritt, der das Tor zu einer lohnenswerten Welt öffnet. Sie werden sehen, die anfänglichen Bedenken verschwinden von ganz allein und die Neugier wird mit der Abenteuerlust belohnt. Der theoretische Teil dieser Ausbildung ist vielleicht der anstrengendste Part. Dies ist aber nicht zu guter Letzt eine persönliche Frage.
Die Auffassungsgabe eines jeden ist sehr unterschiedlich. Während der eine sich alles mühelos merken kann, hat ein anderer damit mehr Schwierigkeiten. Setzen Sie sich in aller Ruhe mit der Materie auseinander und versuchen Sie nicht, alles bloß auswendig zu lernen. Es ist viel wichtiger, dass man auch alles versteht. Denn nur so bleiben die Fakten auch für lange Zeit im Gedächtnis und man weiß letztendlich auch über das Bescheid, was man tut. Sie haben nun gesehen, was während der Schwimmbadübungen auf Sie zukommt und wie man mit dem Tauchequipment umgeht. Doch welche einzelnen Ausrüstungsgegenstände man wirklich braucht und welche Funktion sie genau übernehmen, ist mit Sicherheit noch nicht deutlich rübergekommen. Um den theoretischen Teil etwas zu veranschaulichen, soll deshalb die Ausrüstung genauer unter die Lupe genommen werden. Um unter Wasser klar und deutlich sehen zu können, benötigt man eine Maske. Der Grund liegt darin, dass die Augen an das Verhalten des Lichts in der Luft angepasst sind. Durch die Maske schafft man einen Luftraum um die Augen und deshalb kann man alles scharf und deutlich durch sie hindurch erkennen. Der Grund, warum eine Tauchermaske auch die Nase umschließt, erklärt sich durch diesen Luftraum. Um ein Maskenbarotrauma zu vermeiden, atmet man durch die Nase aus und erzeugt so einen Druckausgleich in diesem Luftraum. Wozu braucht ein Gerätetaucher einen Schnorchel, wenn er durch den Lungenautomaten und die Pressluftflasche Luft bekommt? Der Schnorchel ermöglicht es, sich an der Oberfläche auszuruhen und zu schwimmen, ohne das Gesicht aus dem Wasser nehmen zu müssen und unnötig Luft aus der Flasche zu verbrauchen. Außerdem ist das Atmen durch den Schnorchel bei Wellengang leichter und verhindert, dass Wasser in den Mund gelangt. Das Angebot an Flossen ist für den Neuling etwas verwirrend. Bei genauem Hinsehen wird man Unterschiede in Form und Größe des Flossenblattes feststellen. Der Grund hierfür ist der Wunsch, Modelle zu kreieren, die einen schnellen Antrieb mit möglichst geringem Kraftaufwand ermöglichen. Doch in der Funktion sind alle gleich. Durch eine möglichst große Oberfläche wird bei der Beinbewegung das Wasser verdrängt und eine Fortbewegung erzeugt. Flossen mit verstellbaren Binden werden mit Füßlingen getragen. Diese schützen vor dem Wundscheuern und sorgen zudem für warme Füße. Das Tarierjacket ist im Grunde eine dehnbare Hülle, die man mit Luft füllt oder diese ablässt, um den Auftrieb, also die Tarierung, zu regulieren. Dies geschieht in der Regel über den Inflator, einen Schlauch, der mit der Pressluftflasche verbunden ist. Achtung, Chef kommt, benehmen. Ja, ein weiterer Teil eures Tauchkurses beginnt heute und endet allerdings auch heute, nämlich die Tauch. Während der Praxis lernt man, das Jacket über die Lungen aufzublasen. Diese Übung macht auch insofern Sinn, dass man weiß, wie man sich an der Oberfläche positiven Auftrieb verschafft und so Luft aus der Flasche spart. Neben der Tarierung unter Wasser verschafft das Jacket auch Auftrieb, um auszuruhen und an der Oberfläche zu schwimmen. Pressluftflaschen sind nichts anderes als Zylinder aus Metall, in die mit einem hohen Druck Luft hineingepresst wird. Der übliche Flaschendruck beträgt 150 bis 200 Bar. Die gängigen Flaschengrößen sind 8, 10, 12 und 15 Liter. Über das Ventil wird die Luftzufuhr aus der Flasche kontrolliert. Die Verbindung zwischen Ventil und Lungenautomat erfordert einen Dichtring. Ohne diesen O-Ring kann man nicht tauchen, sodass er ein wichtiges Kriterium beim Sicherheitscheck darstellt. Um immer saubere Luft zu garantieren, sind Tauchflaschen TÜV-pflichtig. Über die eingeschlagenen Daten erfährt man den Zeitpunkt, wann die Flasche wieder überprüft werden muss. Pressluftflaschen für Sporttaucher werden mit komprimierter Atemluft gefüllt und niemals mit reinem Sauerstoff, ein Irrtum, der immer noch stark verbreitet ist. Durch die Reduzierung des Luftdruckes aus der Flasche ermöglicht der Lungenautomat das Atmen. Im Aufbau
hat der Automat zwei Stufen. Die erste wird an das Flaschenventil montiert. Die zweite weist ein Mundstück auf. Beide Stufen dienen zur Reduzierung des hohen Druckes aus der Flasche. Am Ende erhält der Taucher Luft, die an den Umgebungsdruck der jeweiligen Tiefe angepasst ist. Dass hierdurch die Atmung erleichtert wird, ist das entscheidende Merkmal. Zum Lungenautomaten gehört eine alternative Luftversorgung, auch Oktopus genannt. Hierdurch ist das Teilen der Luft aus einer Flasche mit einem anderen Taucher möglich, falls dies in bestimmten Situationen nötig ist. Auf diesem Bild befindet sich der Oktopus am Inflator-Schlauch des Jackets. In der Regel ist er jedoch separat an der Kupplung angeschlossen, mit einem längeren Schlauch versehen und farblich deutlich erkennbar. An der Kupplung befindet sich noch ein weiterer Schlauch, der mit dem Inflator verbunden wird und das Tarieren aus der Flasche ermöglicht. Ein völlig neues Instrument, auf das bislang noch gar nicht eingegangen wurde, ist ebenfalls über einen Schlauch an der Kupplung befestigt und so mit der Flasche verbunden. Das Finimeter gibt während des Tauchganges Auskunft über den Luftvorrat der Pressluftflasche. Dieses Instrument ist unerlässlich und regelmäßig zu kontrollieren, damit einem niemals die Luft ausgeht. Das Finimeter steckt mit weiteren Instrumenten in einer Konsole. Der Tiefenmesser ist ebenfalls ein obligatorischer Ausrüstungsgegenstand. Es gibt beim Tauchen Zeit- und Tiefengrenzen, die man einhalten muss, und daher ist es wichtig, neben dem Luftverbrauch auch die Tauchtiefe im Auge zu behalten. Die einfachen Instrumente sind analog. Moderne Geräte haben eine Digitalanzeige und reichen bis hin zum Tauchcomputer, der, richtig angewendet, ein sehr komfortables Werkzeug ist. Tauchanzüge gibt es für unterschiedliche Verwendungszwecke. In den Grundfunktionen dienen aber alle dem Verlust von Körperwärme und schützen vor kleinen Abschürfungen und Schnitten. Am häufigsten verwendet wird der Nasstaucheranzug. Wie der Name schon verrät, wird man in ihm nass, da an den Handgelenken, Knöcheln und am Hals Wasser eindringt. Das Wasser bildet eine dünne Schicht zwischen Haut und Neopren, die sich der Körpertemperatur schnell anpasst und isolierend wirkt. Nasstaucheranzüge gibt es in verschiedenen Stärken. Und sie eignen sich für Tauchgänge bei Wassertemperaturen zwischen 10 und 30 Grad Celsius. Trockentaucheranzüge bieten den besten Kälteschutz, da kein Wasser in sie eindringt. Um richtig zu isolieren, benötigt man allerdings Luft. Daher wird ein solcher Anzug über einen Niederdruckinflator mit der Pressluftflasche verbunden. Das bedeutet, er hält nicht nur warm, sondern es lässt sich mit ihm auch tarieren. Das Tauchen damit ist für Einsteiger nicht ganz einfach. Da Luft immer nach oben entweichen will, bedarf es einer besonderen Bewegungstechnik. Bei Interesse wird der Tauchlehrer gern bereit sein, diese zu erklären. Kaufen Sie nicht wahllos einen Anzug, sondern lassen Sie sich beraten und machen Sie sich vor dem Erwerb einige Gedanken darüber, welche Anforderungen an dieses Kleidungsstück gestellt werden. Zu einem guten Taucheranzug gehört auch eine Kopfhaube. Denn bis zu etwa 70% des Wärmeverlustes kann über den Kopf stattfinden. Ähnliches gilt für Füße und Hände. Daher sind Füßlinge und Handschuhe bei Tauchgängen unter 20 Grad Wassertemperatur als notwendig zu erachten. Taucher schnallen sich Blei um, damit ihr positiver Auftrieb, der durch Körper und Ausrüstung erzeugt würde, neutralisiert wird. Es gibt zwei unterschiedliche Gewichtssysteme. Bleigurte werden um die Hüfte geschnallt. Bei den integrierten Systemen finden die Gewichte ihren Platz am Jacket. Entscheidend für beide Varianten ist der Schnellabwurfmechanismus, der es erlaubt, in einer Notfallsituation die Gewichte von Hand abwerfen zu können. In der theoretischen Schulung dreht sich vieles um die Ausrüstung und deren Gebrauch. Aber auch die Physik findet einen angemessenen Rahmen,
Denn ohne zu verstehen, worin sich der Aufenthalt unter Wasser von dem an der Oberfläche unterscheidet, kann man nie ein guter Taucher werden. Als Diver muss man die Beziehung von Druck, Volumen und Dichte kennen. Der Luftdruck, der einen ständig umgibt, ist einfach das Gewicht der Luft, also das Resultat der Erdanziehung. Da der menschliche Körper vorwiegend aus Flüssigkeit besteht, die nicht komprimierbar ist, empfindet man diesen Druck nicht. Die Hohlräume der Ohren, Nase, Nebenhöhlen und Lunge enthalten Luft mit dem gleichen Druck, wie man ihn in der Umgebung vorfindet. Ändert sich dieser Umgebungsdruck, zum Beispiel beim Fliegen, so ändert sich das Volumen der Luft in den Hohlräumen des Körpers und man spürt es. Genau wie die Luft übt auch Wasser Druck auf den Körper aus. Da Wasser jedoch schwerer und dichter ist, ändert sich dieser Druck beim Auf- oder Abstieg auf kürzere Distanz viel schneller. Wie den Luftdruck empfindet man den des Wassers nicht, außer in den Körperhohlräumen. In der Physik misst man den Luftdruck, bezogen auf die Meereshöhe, mit einer festgelegten Größe von einem Bar. Diese Bezugsgröße dient als Ausgangspunkt zur Berechnung des Druckes, der in verschiedenen Tiefen herrscht. Auf 0 Metern Höhe herrscht also ein Umgebungsdruck von einem Bar. In 10 Meter Sprüngen steigt der Druck unter Wasser jeweils um ein Bar an. Während sich die Luftdichte proportional zum Druck verhält, verändert sich das Luftvolumen umgekehrt proportional zum Wasserdruck. Wenn man auf 10 Meter abtaucht, verdoppelt sich der Druck auf 2 Bar und das Volumen halbiert sich. Beim Abstieg nimmt der Druck zu und die Luft in den Hohlräumen des Körpers wird komprimiert. Um dem entgegenzuwirken, macht man den Druckausgleich. Man hält also das Volumen der Hohlräume konstant, indem man während des Abstieges Luft hinzufügt. Da die Ohren und Nebenhöhlen über den Rachen miteinander verbunden sind, geschieht dieser Druckausgleich ganz einfach durch die Atemluft. Zu einem Problem kann es bei schlechten Zähnen kommen. In Hohlräumen, bedingt durch Karies oder schlecht sitzende Füllungen, ist ein Druckausgleich nicht möglich. Auftretende Schmerzen werden einen aber eher daran hindern, tiefer abzutauchen. Durch das Tauchgerät ist es möglich, unter Wasser zu atmen, da die gelieferte Luft den gleichen Druck aufweist, der in der jeweiligen Tiefe herrscht. Da die Lunge auch ein luftgefüllter Hohlraum ist, bedeutet dies, dass sie sich beim Auftauchen ausdehnen wird. Atmet man normal und hält die Luft nicht an, gibt es keine Probleme, denn die sich ausdehnende Luft kann entweichen. Darum ist beim Gerätetauchen die wichtigste Regel, fortwährend zu atmen, selbst im flachen Wasser. Die Atmung gewährleistet also einen ständigen Druckausgleich in der Lunge. Tritt ein Überdruck ein, kann dies eine Lungendehnung hervorrufen, was zu Lähmungen oder sogar zum Tode führen kann. Solche Verletzungen sind aber sehr leicht zu vermeiden, indem man einfach immer weiter atmet. Da sich auch die Luftdichte mit zunehmender Tiefe verändert, bedeutet dies, dass man die Luft schneller verbraucht, je tiefer man abtaucht. Wenn der Druck beispielsweise bei 10 Metern Tiefe 2 Bar entspricht, benötigt man bei jedem Atemzug die doppelte Menge an Luftmolekülen, um die Lunge mit demselben Volumen zu füllen. Bei 20 Metern ist es bereits die dreifache Menge. Daher wird der Luftvorrat in 10 Metern halb so lang und auf 20 Metern nur ein Drittel der Zeit reichen wie an der Oberfläche. Das alles hört sich sehr wissenschaftlich und kompliziert an. Der Umstand, dass Tauchen auch gesundheitliche Risiken birgt, kann zudem beängstigend wirken. Seien Sie aber versichert, die Risiken im Straßenverkehr sind um ein Vielfaches höher. Im Tauchkurs werden Sie auf leicht verständliche Weise lernen, mit den Risiken umzugehen, die physikalischen Zusammenhänge zu verstehen und das Tauchen so zu praktizieren, dass Unfälle das bleiben, was sie sind. Eine Verkettung unglücklicher Umstände, die nicht vorhersehbar sind. Sie werden lernen, mit Tauchtabellen umzugehen, die das Planen von Tauchgängen ermöglichen.
Sie dienen hauptsächlich dazu, die maximale Tauchzeit in einer bestimmten Tiefe zu ermitteln, denn jeder Körper nimmt Stickstoff auf. Nach einem Tauchgang kann er aber nur ein bestimmtes Maß abbauen. Um dieses zu kennen und Grenzen einzuhalten, verwendet man Tabellen. Man setzt sie auch zum Planen von Wiederholungstauchgängen ein, also bevor der Reststickstoff vom Körper abgebaut ist. Auch dies hört sich komplizierter an, als es ist. Aufmerksam lernen heißt die Devise. Denn genau wie bei einer Führerscheinprüfung bedeutet Wissen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Morgen haben wir drei Tauchgänge. Und am Sonntag macht ihr drei Tauchgänge. Ja, und da wir ja wohl wahrscheinlich hoffentlich nicht länger als 12 Stunden vor Ort sind, ja, werden es also auch Wiederholungstauchgänge sein. Und dann muss ich schon mal wissen, wie kann ich das denn jetzt berechnen, um sicher wieder zur Oberfläche zu kommen. Das ist der Sinn der Sache. Tauchen kann jeder, runter, hoch. Und wir wollen ja sicher runter, wir wollen sicher wieder nach oben. Es gibt keine Blöde, aber du darfst dich trotzdem. Wenn ich 2 Meter groß bin und so mache und abtauche, was wird dann gemessen? Hier oben 5 Meter? Oder da, wo du dein Messinstrument hast. Weil mit irgendwas misst du. Wenn du dein Tiefenmesser an den Fußknöchel hast und da ablesen kannst, dann misst du da natürlich. Wenn du den dann am Arm hast, wo es meistens ist, oder in der Konsole, misst du da. Normalerweise tauchst du aber wie? Genau. Und dann ist der Körper gleichmäßig auf der Tiefe. Das Thema, was war gestern ja schon mal. Ne? Warum komme ich hier nach vorne? Wir tauchen, wir setzen uns unter Druck, bin eine gewisse Zeit unter Druck, ich tauche da auf, dann habe ich noch Stickstoff im Körper, der ist noch nicht... Nach dem Absolvieren der schriftlichen Prüfung sind die Freiwassertauchgänge an der Reihe, um dort nochmals alle Übungen zu praktizieren und am Ende eine Prüfung abzulegen, die durch das Brevet bescheinigt, ein Open Water Diver zu sein. Freiwassertauchgänge sind der spannendste Teil der gesamten Ausbildung. Das sterile Schwimmbecken lässt man hinter sich und setzt zum ersten Mal die Flossen in eine Welt, die man nur von außen oder vom Schnorcheln her kennt. Man erlebt zum ersten Mal eine Wildnis, die Menschen ohne Tauchgerät verwehrt bleibt. Erwarten Sie jedoch nicht zu viel, denn falls diese Tauchgänge in einem Baggersee stattfinden, so sind die visuellen Möglichkeiten etwas eingeschränkt. Ein solches Gewässer hat wenig mit einem Korallenriff gemeinsam. Oft bedeutet das Tauchen im Süßwasser mit schlechten oder nur mäßig guten Sichtverhältnissen konfrontiert zu werden. Die Tierwelt ist bei weitem auch nicht so artenreich, wie es im Meerwasser der Fall ist. Trotzdem ist es auf ihre Art eine schöne und spannende Welt, die es lohnt, genauer betrachtet zu werden. Vorrangig trifft man sich aber, um die Tauchübungen durchzuführen und letztendlich die Prüfung abzulegen. Dieser Umstand hat seine Auswirkung. In der Praxis bedeutet dies, dass viele aufgeregte Teilnehmer den Weg ins Wasser finden, für Unruhe sorgen und den Bodengrund aufwühlen. Sollten sich vor dem Eintreffen der Taucher noch schöne Fische in der Nähe befunden haben, so wird sich dies sehr bald ändern. Das heißt aber nicht, dass man gar nichts vor die Maske bekommt. Seien Sie optimistisch und gehen Sie mit nicht zu großen Erwartungen an die Sache heran. Berücksichtigen Sie, dass die wild lebenden Tiere ruhigere Zonen aufsuchen werden, sobald der Trubel beginnt, und dass sie nach der Brevetierung alle Freiheiten der Welt haben werden, um ihre Erwartungen erfüllen zu können. Das Tauchen im Süßwasser ist eine Herausforderung. Denn es gibt durchaus vieles zu sehen. Die Palette der einheimischen Süßwasserfische ist recht groß und mit guter Beobachtungsgabe sind so manche Überraschungen zu entdecken. Auch niedere Tiere wie Muscheln und Krebse findet man vor Ort. Baggerseen stecken voller Leben. Man muss nur genau hinsehen.
Und dass man nur kleine Fische zu Gesicht bekommt, ist auch nur eine Unwahrheit, die sich auf die Erfahrungen schlechter Süßwassertaucher stützt. Karpfen können durchaus Gewichte von bis zu 30 Kilo erreichen, Aale Armdicke erlangen und Hechte über einen Meter groß werden. Der einheimische Wels, als größter unserer Süßwasserfische, erreicht sogar Größen über 2 Meter. Ein solches Tier live zu erleben, ist Adrenalin pur. Barsche, Brassen, Rotaugen und viele andere, kleiner bleibende Arten, runden das breite Spektrum ab. Wenn das keine Aussichten sind, das Süßwassertauchen ernst zu nehmen, dann sollte man sich die Frage stellen, warum man überhaupt tauchen will. Für die meisten Teilnehmer verstreicht die Zeit des Lehrganges viel zu schnell. In den wenigen Tagen ist viel Aufregendes passiert. Man hat nette Leute kennengelernt, so manch Wissenswertes erfahren und die Termine ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Durch diese Woche haben sie einen Eindruck gewonnen, der das Tauchen widerspiegelt, wie es auch in Zukunft stattfinden kann. Vorausgesetzt, sie nehmen das Wort aktiv ernst, dann muss sich auch nichts ändern. Seien Sie nicht schüchtern, denn da man nicht alleine tauchen kann, liegt es nahe, Kontakte zu knüpfen. Tauschen Sie doch einfach Adressen und Telefonnummern mit den Teilnehmern Ihres Kurses. Diese Menschen kennen Sie bereits und auch Sie brauchen einen Tauchpartner. Zumindest ist es ein guter Ansatz, dort anzufangen, wo alles begonnen hat. Mit der Zeit wird man mehr Gleichgesinnte kennenlernen, Tauchplätze besuchen und viele Dinge tun, die die Freizeit bereichern. Ja, selbst dieser Lehrgang ist nur ein kleines Puzzlestück auf dem langen Weg der Möglichkeiten. Und wer weiß, vielleicht schulen Sie Ihre Fertigkeiten in Zukunft auch so weit, dass Sie irgendwann selbst Einsteiger ausbilden. Es gibt zahlreiche Kurse, die es lohnt, absolviert oder wiederholt zu haben. Was Sie in Zukunft erwartet? Schauen Sie doch selbst und genießen Sie die letzten Minuten dieses Filmes mit ein paar Impressionen aus dem Süß- und Meerwasser, die Sie hoffentlich die vor Ihnen liegende Zeit mit Spannung erwarten lässt. In diesem Sinne, Dive Today. Thank you.
Thank you.